Servus und hallo zurück zu Celeste. Boah, die letzte Folge, ne? Und jetzt haben wir hier einen Hotelmanager, der irgendwie nicht so gut drauf ist, ne? Schauen wir mal, wie lange ich jetzt hier brauche. Okay, alles klar. Der ist... Junge! Ich hab da so diverse Probleme. Ich schaff nicht mehr den ersten Sprung hier. Ich kann nicht mal im Kopf springen, ist das richtig? Ja, bringt nur nichts. Steuerung macht einfach irgendwas. Was ist denn mit meiner Steuerung los? Spring doch, wenn ihr sagt, du sollst springen. Ja, das war nicht so klug. Erster Abschnitt geschafft, ist schon mal gut. Okay, hier rauf ist halt irgendwie nicht so günstig. Alter.
Warum springe ich denn da oben nicht, wenn ich weiß, wer? Immerhin ist der Abschnitt in Level 1 halt, ne? Stellt euch mal vor. Ihr müsstet das alles immer von vorne machen. Okay, jetzt habe ich den Bedarf hier. Keinen Fall. Ich muss hier nach oben springen. Komm, stell den nicht so an. Ja, komm. Abschnitt geschafft. Sehr gut. Ist überhaupt nicht stressig, ne? Ja, die Musik ist cool. Ja, natürlich. Natürlich haben wir jetzt hier so... Ja, komm. Das war eine Kacke. Ich hab's voll drauf. Ihr erinnert euch vor ungefähr 3 Sekunden, wo ich gesagt habe, zum Glück müssen wir das nicht immer alles von vorne machen. Und jetzt muss ich hier die ganzen Dinge einsammeln. Das war nicht so schlau. Warte mal. Auch nicht so schlau. Das war... Oh, come on. Ja, natürlich. Na, ernst jetzt. Wow. Einfach wow. Na, komm. Das war nix.
Du nicht. Du auch nicht. Wow. Einfach wow. Wow, wow, wow. Ich schaffe nicht mehr nur die einfachsten Sprünge. Ne? Boah, der nervt allmählich so ein bisschen. Immer bleibe ich hier hängen. Ja, das war aber auch halt mega blöd, was ich jetzt gemacht habe. Nein, ich hab das Ding... Ach, komm, fuck it. So dumm. So ultra dumm. Weil irgendwie ist halt nicht random, weil... Okay, zweimal am Anfang springen. Zweimal am Anfang springen. Dann soll's klappen, wenn ich nicht blöd bin. Ja. Theoretisch.
Hier springen, 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 springen. Das aufsammeln. Hier unten stehen bleiben. Eins, zwei. War jetzt wieder einmal zu viel wahrscheinlich. Ja. Einmal, zweimal. Das ist einfach, oder? Einmal, zweimal. Einmal, zweimal. Ja, fast gut. Einmal, zweimal. Lauf, 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 lauf. Einmal, zweimal. Lauf, 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 lauf. Spring. Hat doch gerade super geklappt. Du nicht. Okay. Ja. Nein. Das war ärgerlich. Das auch. Jawohl, geschafft. Den Abschnitt zumindest. Den Abschnitt zumindest. Den Abschnitt zumindest. War einfach nur dumm. Ja. Aber das
scheinbar machbarer. Theoretisch. Hier einfach durchfetzen. Nein! Nein, das war so doof. Aber hier einfach durch. Du musst auf den hinteren oben aufladen. Okay, und nächster Abschnitt geschafft. Ja, passt gut. Passt gut. Ja gut, was sollst du machen, ne? Vielleicht nicht reinspringen, aber... Du musst, glaube ich, am ersten Springen loslaufen. Lossprinten. So. Ui, Puls auf. Hoch. Also. Das war doof. Ja, komm. Der Hotelbesitzer ist halt irgendwie so ein bisschen missgelaunt, ne? Boah, warum? Nein! Ja, komm. Nein! Oh. Ja, das war dumm. Das sage ich ziemlich oft, dass irgendwas dumm war, ne?
Wenn nicht reingelaufen wäre, wäre gut gewesen. Wenn nicht reingelaufen wäre, wäre gut gewesen. Ich darf hier nicht warten. Ja, komm, das war kacke. Es muss machbar sein. Warum ist er zurückgesprungen? Weil wir nicht festgehalten haben. Warum mache ich das? Weil ich doof bin. Warum habe ich hier wieder gewartet? War fast gut. Das war doof. Natürlich springe ich jetzt weit mal wieder. Ach come on, ein bisschen mehr Konzentration bitte. Warum? Ha! Geschafft. Okay, das wird spannend. Das wird ultra spannend. Und mit spannend meine Kacke. Warum kann ich denn da nicht landen? Da ist doch Schnee. Nee. Wie auch immer das funktionieren soll hier. Komm, lauf, lauf, lauf. Okay. Was haben wir jetzt hier? Okay. Ich glaube, ich muss hier Pause machen. Der Boss gemacht und fertig. YouTube. Servus und hallo. Ich habe mir gedacht, ich lasse mal Leute an meinem Versagen teilhaben und deswegen ist er Twitch Livestream hier. Und erstmal den Ton ein bisschen leiser machen, wo auch immer das war. Musik da, machen wir mal auf. Jeweils eins runter, okay. Wo bin ich denn? Bei Hotel Manager Himmelresort. Dingens und der ist sauer und jagt uns jetzt. Und Tode 1092. Es ist halt so böse, dass er das immer anzeigt. Ja, let's go. Ja. Erstmal wieder zum Reinkommen so 20, 30 Mal sterben, dass man irgendwie Ahnung davon hat. Thank you.
Jawohl. Komm, jetzt mal konzentriert hier. Gott. Panikhaft irgendwelche Tasten gedrückt. Und dagegen laufen. Großartig. Also liebe Zuschauer, schön, dass ihr vorbeischaut, aber ich glaube, besser wird's heute nicht mehr, ne? Du musst aber weiter. Vielen Dank fürs Vorbeischauen und ruhigen, entspannten Arbeitstag und so. Ach, Kacke. Oh, der Herr Knork. Hallo. Guten Tag. Alles gut? Schon länger nichts mehr gehört. Ich neige dazu, manchmal einfach wirklich viel zu meckern. Ich kann mich ducken. Ich hab gerade rausgefunden, ich kann mich ducken. Komm, mach keinen Scheiß jetzt. Ich hab den Abschnitt geschafft. Geil. Hat ja nur eine Stunde oder so gedauert. Ihr kennt ja das von irgendwelchen Leuten, die sagen, oh, so schwer und jetzt geschafft. Und du weißt genau, es ist alles irgendwie gestellt und weg. Aber ich freue mich halt wirklich gerade, wie blöd, weil da der Hotelmanager ist sauer und... Okay. Also nur für euch zu mal kurz die Story aufrollen hier. Gibt hier so eine Art Story, wir müssen da am Berg erklimmen und haben jetzt durch das Hotel durch müssen. Der Hotelbesitzer ist ein Geist, der ist schon lange gestorben, Hotel ist schon lange geschlossen. Er hat es total verwahrlosen lassen, deswegen ist jetzt zu. Das wollte er aber selber nicht wahrhaben und wahrscheinlich weiß er nicht mehr, dass er tot ist. Und jetzt sagt er, ja, ich habe beschlossen, das Hotel wegen Reparaturarbeiten zu schließen. Alles klar. Ja, ist schon klar. Komm, halt die Klappe und geh weg. Ja, ich muss die YouTube-Aufnahme mal beenden, ganz kurz. Ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten, weil... Livestream und Off-Topic gequatscht und ewig gebraucht und so. Geht in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus.